Man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Dieser Satz von der französischen Philosophin Simone de Beauvoir ist zugleich ein Leitsatz der sogenannten zweiten Welle des Feminismus. Die erste Welle des Feminismus, die sich insbesondere mit der Etablierung voller Menschen- und Bürgerrechte für die Frau befasste, wandelte sich gegen Mitte des 20. Jahrhunderts in eine zweite Entwicklungsstufe, genannt die zweite Welle, die insbesondere die volle soziale, gesellschaftliche Teilhabe der Frau als gleichberechtigter Bürger zum Inhalt hatte. Indem Simone de Beauvoir berühmtermaßen sagte, man wird zur Frau gemacht, wies sie mit einem machtvollen Fingerzeig auf die Sozialisationsfaktoren hin, die neben der biologischen Identität, die heute oftmals angezweifelt wird als Identitätsgrundlage in Zeiten post-Judith Butler, doch auch eine entscheidende Rolle spielen für die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung des Einzelnen und gesamter Gruppen in der Gesellschaft. Simone de Beauvoir hatte ganz klar die Vision, dass die Sozialisationsfaktoren in Schule, Elternhaus, durch die Medien und insbesondere auch die philosophische Grundlage, auf der diese Sozialisationsfaktoren und ihre entsprechenden Instanzen angesiedelt sind, sehr tief in einer frauenfeindlichen Gesinnung wurzeln. Doch was ist das eigentlich für eine frauenfeindliche Gesinnung, wenn wir sie ausbuchstabieren und versuchen, philosophisch Spuren zu lesen? Wir haben nicht hier und dort mit vereinzelten Personen zu tun, die ein individuelles Problem mit den Frauen oder einer bestimmten Frau haben, sondern wir haben es beim Stichwort Misogynie, also kategorischer Frauenhass oder kategorische Abwertung der Frau, mit einer ideologischen Verfassung zu tun, die auf philosophischen Grundlagen basiert. Man kann diese philosophischen Grundlagen kritisieren, doch man muss sie kennen, um sie kritisieren zu können. Wenn Simone de Beauvoir richtig feststellt, dass die Sozialisation einen extrem starken Einfluss hat auf unsere Selbstwahrnehmung und auch unsere Identität, so muss man auch zugleich hinterfragen, wenn diese Sozialisationsfaktoren schwankend sind, vom Menschen gemacht, epochal und kulturell unterschiedlich sein mögen, was sind dann die strukturierenden Kriterien? Was macht Schule, Elternhaus, Medienlandschaft, Arbeitswelt zu einem das Bewusstsein prägenden Faktor im Heranwachsen und in jeder Altersphase der Person? Und inwiefern gibt es hier misogyne, frauenfeindliche Konzepte, die wirken? Kann man diese identifizieren? Und was ist eigentlich die philosophische Basis? Guten Morgen, meine Damen. Mein Name ist Claudia Simone d'Orchin und ich begrüße Sie wieder auf meinem philosophischen Kanal Philosophie Direkt hier auf YouTube. Im März und passend zum Internationalen Frauentag möchte ich die Frauen in den Mittelpunkt meiner philosophischen Serie stellen. Und zwar insbesondere im Licht oder Schatten der sogenannten Misogynie, der programmatischen Frauenfeindlichkeit. Misogynie bedeutet die kategorische Abwertung der Frau oder des Weiblichen und die Attribution der Inferiorität, der Unterlegenheit des Weiblichen unter das Männliche. Betrachten wir mit der Frau im Mittelpunkt zugleich den Schattenwurf der Misogynie, so müssen wir uns fragen, was sind eigentlich die philosophischen Konstitutivkriterien? Wie wird Misogynie gleichsam ideologisch gemacht? Und weshalb sind diese Konzepte soziologisch erfolgreich? Es ist kein angenehmes Thema, doch es ist ein Thema, das intellektuell zu explorieren unabdingbar ist für jede gelingende Diskussion gegen Frauenfeindlichkeit. Ich möchte Sie, meine Damen, in den folgenden philosophischen Kurzfilmen mit Informationen ausstatten, die Ihnen helfen, frauenfeindliche Einstellungen zu entlarven und auch zu kritisieren. Zuletzt möchte ich Ihnen zeigen,
dass der Kampf der Frauen, als gleichwertige Menschen anerkannt zu werden, leider schon sehr alt ist, aber glücklicherweise auch schon seit sehr langer Zeit mit sehr guten Argumenten geführt wird. In der Reihe Das philosophische Radio stelle ich Ihnen eine brillante Philosophin des 17. Jahrhunderts vor, die leider, wie viele, noch zu wenig Beachtung erhält. Ninon de L'Enclos. Sie erkannte bereits zur Rokoko-Zeit, dass männliche und weibliche Rollen genauso einprogrammiert werden wie die Aufgaben eines Schauspielers und inwiefern man diese Programmierung brechen kann, die eine Form von Beeinflussung der Geisteshaltung durch Angst und Schamgefühl ist. Wie man dies tut und welche brillanten Ideen Ninon de L'Enclos noch hatte, das sehen Sie gleich im philosophischen Radio. Zuvor gibt es die Argumente gegen die kategorische Abwertung des Weiblichen. Ich wünsche Ihnen, meine Damen, viele Erkenntnisse. Bis bald.